Hallo alle zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier in mittlerweile meinem 72. Teil des Car Mechanic Simulator 2018 Let's Plays. Ja, es geht immer weiter bergauf zum Glück. Und heute ist ein ganz besonderer Tag und zwar wollen wir diesen Supersportler, diesen schönen Giftgrünen, restaurieren. Hierbei handelt es sich um den Pagani Huayra Tempesta. Jo, wie man sieht, technisch sieht das Ganze sehr gut aus, also alles bewegt sich so um die 90%. Und ja, bezahlt habe ich irgendwas um die 430.000 Dollar. Hat sogar eine automatische Wertsteigerung hingelegt. Wie das funktioniert, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn ich ihn jetzt verkaufen würde, würde ich bestimmt so mindestens 40.000 plus machen. Aber das reicht nicht. Ich möchte ganz gerne mehr verdienen, wenn es geht. Deswegen würde ich sagen, oh, schaut der nicht genial aus, der Wagen, Leute. Der ist doch bildschön, oder? Oh, echt ein absoluter Traumsportler. Ganz toll. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir nicht mehr Zeit verstreichen, sondern legen einfach los. So, Moment. Wo sind wir? Hier sind wir. Bewegen. Deswegen sofort auf die erste Hebebühne, bitte. Und dann beginnen wir jetzt einfach mal mit der Restauration. Naja, eigentlich, ich weiß nicht, ob man da jetzt wirklich viel machen müsste bei dem Wagen, weil er schaut ja echt top aus. Gut, man sieht hier ein paar Kratzer auf der Karosserie. Gut, das sind Gebrauchsspuren. Die Karosserie soll zu 90% in Ordnung sein. Ja, das Problem ist, ich kann immer noch nicht lackieren. Das geht ja erst im Level 30, also noch 3 Level müsste ich aufsteigen, um das zu können. Deswegen weiß ich nicht. Ich glaube, ich lasse die Karosserie so, wie sie ist, damit es einigermaßen gut aussieht, das Ganze. Sonst sieht es wieder nach so einer Flickereigeschichte aus. Und deswegen tue ich jetzt einfach nur mal die ganzen, ja, Anbauteile, sprich Beleuchtung, Spiegel vielleicht noch. Genau, die kann ich auch noch austauschen. Und ansonsten technisch wird er halt natürlich komplett von Grund auf neu überarbeitet. Jo. Dann mache ich einfach jetzt mal weiter. Und es sieht soweit ganz gut aus. Ah, schon ein tolles Auto, echt. Ja, neuer Schlappen natürlich, neue Reifen gibt es auch für das Auto. Das ist natürlich klar. So. Ja, ich weiß nicht, Leute, ich würde ganz gerne mal wieder einkaufen gehen. Ich war halt schon länger nicht mehr einkaufen. Ich weiß nicht, jetzt ungefähr vor 1 oder 2 Episoden war ich erst einkaufen. Und ja, mich drückt schon wieder die ganze Zeit, dass ich mal wieder shoppen gehe. Aber ich habe ja noch so viele Autos, Leute. Das ist ja, boah, furchtbar. Die wollen einfach nicht weniger werden, weil ich immer und ständig immer nur am Einkaufen bin. Furchtbar. Ah, ja. So ist das mit dieser ungünstigen Kaufsucht. Naja, schauen wir mal. Jetzt erstmal dieses Projekt fertig machen und hoffentlich mit gutem Gewinn verkaufen. Und dann schauen wir mal weiter. So, na jetzt, wie immer, traditionell zerlege ich erstmal das Fahrwerk und dann geht es Richtung Motor und Getriebe natürlich. Ich bin schon gespannt, was mich diese Restauration kosten wird, weil von dem Huayra die ganzen fachspezifischen Teile, wie zum Beispiel Motorgeschichte und Getriebe, habe ich ja nicht auf Lager. Und da gucken wir mal, was natürlich sich noch restaurieren lässt und was natürlich nicht mehr geht. Schauen wir mal. Schauen wir mal, dann sehen es wir, ja. So, gut. Fahrzeug hoch. Wow. Wirklich bildschönes Fahrzeug. Na,
So. Jo, das vordere Fahrwerk ist gleich zerlegt. Ja, ist es schon. Ja, super, das ging jetzt rucki zucki eigentlich. Sehr schön. So, die Tanks auch runter bitte. Ja, jetzt schauen wir mal, ob da überhaupt Motoröl drin ist, weil wie gesagt, in keinem meiner Fahrzeuge, die ich ersteige, seht ihr hier auch kein Motoröl. Komisch. Wirklich äußerst seltsam, Leute. Naja, wahrscheinlich muss das so sein. Boah, das sind Walzen, ne? Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, dann machen wir noch hier weiter auf der anderen Seite. Ja, der Rest geht vom Motorraum, also Wagen wieder runter und dann gucken wir mal. Ah ja, Verkleidung mal runter. Wow. Der schaut heiß aus. Aus der Ukraine, ja cool. Woher überall die Fahrzeuge herkommen, echt. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich jetzt hier an den Motor ran. Moment. So, Motor. Ah, so, okay. Geht doch. So, das gleiche auf der anderen Seite natürlich auch. Luftfilter weg. Naja, der Wagen sieht ja eigentlich noch top aus. Technisch ist er auch noch ziemlich gut beieinander, echt. Ladeluftkühler. Jawohl. Gut. Zyko-Haube. So, Turbolader, jawohl. Der Anlasser. Das ist ja cool, da geht ja alles vom Motorraum aus. Finde ich echt genial. So. Aha, das geht von unten. Ah ja, gut. Zu früh gelobt, ist doch nicht so. Ist leider doch nicht so, aber egal. Das passt schon so alles. So. Hat genau Drosselklappe. Ah, so ein 12-Zylinder-Motor ist natürlich schon was Feines, echt. Also schon coole Sache, muss man sagen, wie es ist. Zyko-Haube.
Ja, ich denke mal so bis jetzt mit dem Zerlegen läuft das Ganze eigentlich schön locker flockig. Na, irgendwas. Ja, hier die Abdeckung, genau. Für die Steuerketten. Ah ja, Riemenspanner hier. Gut, Riemen. Also man muss schon sagen, es ist echt der Motor, der ist sehr, sehr gut erhalten. Wie viele Kilometer hatten die überhaupt auf dem Buckel? Schauen wir doch mal. Naja, bei 14.000 ist ja nahezu ein Neuwagen. Das ist ja echt ein Traum. Boah, 721 PS ab Werk. Genial. Naja, den Wert haben wir jetzt auf 150.000 gedrosselt. Liegt natürlich daran, dass ja schon etliches an Teile demontiert ist. Und der Restwert ist natürlich jetzt dementsprechend auch niedrig. Naja. Das hoffentlich wird sich richtig schön noch steigern. So zumindest mein Traum. Entschuldigung. So. So, jawohl. Oh Leute, wer meine Videos nicht kennt, den muss ich davon in Kenntnis setzen, dass ich mich schon wahnsinnig auf Level 30 freue. Für alle anderen, die meine Videos kennen, die nerven, werden jetzt wahrscheinlich gelangweilt sein. Es tut mir jetzt echt leid, aber ich kann mich nicht oft genug wiederholen. Level 30 ist zum Greifen nah, da freue ich mich schon riesig, weil dann kann ich endlich lackieren die Fahrzeuge, eine Leistungsmessung machen bei den Motoren. Und ich habe sogar eine dritte Hebebühne. Um die Hebebühne geht es mir nicht einmal. Mir reichen die zwei mehr als vollkommen. Aber ich bin so scharf auf die Lackierkabine, die dann freigeschalten wird. Und natürlich auf den Leistungsprüfstand, damit ich sehe, wenn ich was tune, was natürlich unterm Strich dann rauskommt. Und dementsprechend sich dann der Wert nochmals steigern lässt. Weil so weiß natürlich keiner, was los ist. Kann die tollsten Teile einbauen und naja. Man sieht natürlich dann nicht am Ende, wie viel gesteigert wurde. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber hoffentlich nicht mehr lange. So, gut. Der Motor ist soweit so gut blank. Dann, Moment hier, es geht von unten, passt. Ja, dann hieven wir mal den Kollegen hoch. Hm. Jawohl, das sieht doch schön aus. Halt, hopp, 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 da sind wir. Jawohl. Ja, super. Dann machen wir jetzt natürlich die Lagerschalen raus. So. Ja, das dauert natürlich beim 12-Zylinder etwas länger. Da hat man natürlich was zum Schrauben. Oh Leute, ich kann euch nicht oft genug sagen, wie ich mich schon freue, diesen Wagen zu verkaufen, weil ich rechne mal mit einem sehr, sehr guten Verkaufspreis. Also um die 430.000 habe ich für das Fahrzeug bezahlt. Und ich erwarte oder ich hoffe, dass irgendwas so um die vielleicht 550.000, 600.000 was der Wagen nochmal bringt. Schauen wir mal. So meine Kalkulation, meine Erwartung. Ob das Ganze wirklich so klappt, wie ich mir das vorstelle, werden wir sehen.
So. Na, das bewege ich mich ein bisschen wie betrunken, obwohl ich es nicht bin. So, sehr schön. Ja, super. Läuft doch. Na, ui, habe ich den etwa vergessen, unten loszumachen? Oh, Tatsache. Da fehlt noch einer. Gut. Sieht ganz danach aus. Ja, da hat sich einer versteckt. Da ist der Übeltäter. Seht ihr das, Leute? Heieiei. Aber jetzt. Jawohl. Ha. Geht doch. So, dann schauen wir noch mal. Na. Ach, das gibt's doch nicht, oder? Aber jetzt. Wunderbar. Gut. Jawohl, Leute. Endlich, der Wagen ist blank. Dann schauen wir mal zur Werkbank. So, genau. Gucken wir mal, was sich nochmal restaurieren lässt und was nicht. Ja, bis jetzt irgendwie läuft's. Schauen wir mal, wie lange das noch gut geht. Sehr schön. Na. Ja, dann würde ich mal sagen, gucken wir mal den aktuellen Fahrzeugwert. Ich habe den gedrosselt auf 50.000. Und ja, dann schauen wir doch mal, was wir das Ganze möglichst weit nach oben bringen. Werttechnisch, so. Ja. Ach, das geht wieder vom Motorraum. Aber wie komme ich jetzt wieder daran? Das ist jetzt das die große Frage. Moment, und? Jawohl, endlich. Sehr schön. Motor konnte ich restaurieren. Sehr gut. Jawohl. Geht doch. Servopumpe. So, auch drauf. Luftfilter. Aha, jetzt hätte ich mich beinahe vertan. Die sind gebraucht und das möchte ich nicht. Ja, weil in meiner Restauration haben Gebrauchteile nichts verloren. Moment. So, 100%, jawohl. Super. Ei, auch ausgegangen, hilft nichts. Gut. Der Endschalldämpfer, Tempesta. Oh, ließ sich auch nicht mehr restaurieren. Also muss ich shoppen gehen. So. Alte Kraftstofffilter. Den kann ich schon mal einsetzen. Jawohl, super. Wenigstens das. Dann gehen wir mal einkaufen. So, jetzt Tempesta. Ha, genau. Ui, 1800 Flocken, nicht schlecht. So, Starterbatterie, genau. Ja, hiervon nehme ich auch wieder so einen etwas größeren Schwung. Schadet nicht, ich brauche die ständig. Na gut, übertreiben tue ich es jetzt mal nicht. Ich nehme jetzt vorsichtig 60 Stücke. Das dauert jetzt natürlich wieder ein bisschen, bis das Ganze durchkalkuliert. Hallo? Hallo? Ah, gut. Läuft doch. So. Zum Tuner. Luft.
Luftfilter, Luftfilter, Luftfilter. Das ist dieser hier, sehr schön. Ja, da kann ich ein bisschen mehr nehmen. Sollte normal nicht schaden. Nehme ich jetzt erstmal so 40 Stück. Damit das Ganze jetzt nicht zu lange dauert. Na, jawohl. Ja, dann machen wir mal wieder schön weiter. Genau, Luftfilter. Ja. Sehr gut. Starterbatterie. Ganz gut. Genau, die Endschalldämpferanlage. So. Super. Wow, das sieht aus. Ja, wie sieht es aus mit dem aktuellen Wert? Hey, hey, mehr als verdoppelt. Von 50.000 Rohzustand immerhin auf 117 schon mal gesteigert. Das geht schon mal in die richtige Richtung, zum Glück. Ah, das geht von unten. Passt, passt, passt. Wunderbar. Sehr gut, sehr gut. Oh, hoffentlich brauche ich keine neue Nockenwelle. Ja, super. Ließ sich auch noch mal komplett überholen. Das ist sehr, sehr gut. Ach, nö. Schwungrad brauche ich. Okay. Und Hackschenkel müsste ich noch welche auf Lager haben. Ja, super. Linkes sowohl als auch rechtes. Jawohl. Mhm. Jawohl. Na, das ist doch schon mal was. Sehr schön. 90.000. 90.000. 90% wollte ich sagen. Das ist natürlich nichts. Das heißt, ich muss dann nochmal Fahrwerke verpressen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann gehen wir auf die andere Seite, machen hier einfach mal weiter. Ja, sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Oh Leute, ich freue mich schon wahnsinnig, wenn es soweit ist, wenn der Wagen fertig, komplett restauriert dasteht, um ihn dann endlich zu verkaufen. Ich habe noch so viele Projekte, Leute, echt, ich komme nicht hinterher. Das ist Wahnsinn. Momentan, haben, was ich an Fahrzeuge noch gelagert habe, das ist ja echt nicht normal. So, ja, ah, Kraftstofftank, sehr gut. Ah, ließ sich auch nicht mehr restaurieren. Gut, gut, gut. Dann würde ich mal sagen, mache ich zumindest mal die Kurbelwelle fest. Das könnte ich schon mal beginnen. Ja, genau. Schön. Ja, läuft doch irgendwie. Dann schauen wir mal. Aktueller Fahrzeugwert. Naja, 137.000. Seht ihr, Leute, schön langsam geht das Ganze. 20% der Technik habe ich bereits hergestellt. Super. Super, super. VA. VH. Ich brauche HA. H. Wo bist du? H. A. Nur VA. Ah, da war's ja. Moment, Moment. Ha, genau. Super. Ja, gut.
Dann machen wir das gleich hier wieder weiter. VA. H. So, 100%, genau. Das ist sehr schön. Ja. Gut. Gut, gut, gut. Bis jetzt von den Ausgaben hält sich das Ganze ehrlich gesagt ziemlich gut in Grenzen. Ich hätte gedacht, das wird teurer, aber toi, toi, toi. Bis jetzt läuft's. So, jetzt gehen wir mal kurz einkaufen. Bisschen was brauche ich noch. Genau, hier bin ich schon mal richtig schwung. Ja, gut, das sind halt die üblichen Teile, die ich immer benötige. Nehme ich mal schön gepflegt 40 Stück, das sollte reichen, jawohl. Dauert jetzt natürlich ein bisschen. Ja, super. Dann Kupp, genau, Druckplatte und Scheibe natürlich jeweils 40, damit der ganze Satz wieder so komplett ist und schön gleichmäßig ausgeht das Ganze. So. Mhm. Na komm. Da ist der Monster. Aha. Hallo. Hallo. So. 20, 30, 40, jawohl. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Na komm, so. Kraftstofftank Typ A, B und C brauche ich. Nehme ich mal so 10 Stück. Ja, hier auch 10. Was ich auf Lager habe, habe ich auf Lager fertig. Gut, 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 gut. Pagani, Kraftstoffverteiler. Ich lasse es einmal. Momentan sollte das Ganze passen. Ja. Oh Leute, nicht mal mehr ganz 1000 Punkte, dann bin ich schon mal im Level 28. Hm. Jetzt geht das Ganze immer langsamer, leider, aber was soll ich machen? Ich kann nichts anderes machen als weiterspielen. So, hey super, das Getriebe habe ich mir sparen können, also ein Neukauf, da das alte sicher restaurieren ließ. Okay, Antriebswellen, sehr schön. Na, das ist doch schon mal was. Dann gucken wir mal, hey, fast 170.000. Es geht in die richtige Richtung. So, jawohl. Genau, Typ C halt. Ne, das war jetzt die falsche Seite. Da wollte ich, ja genau, hier. Die Kraftschlagpumpe, die letzte vom Tuner, super. Ja, genau, Lenkgetriebe. Na, komm. Leute, ich bin schon so gespannt, echt auf den Fahrzeugwert. Super. Hm. Mhm. Na, komm, komm. Ja. Stoßdämpfer habe ich nicht mehr, muss ich auch nochmal verpressen. Beziehungsweise, Moment, das machen wir anders. So, nachher.
Irgendwas. Ja, hier. Da sind wir. Ja, dann gehe ich mal auf die Seite. Und das gleiche hier nochmal. Ja, bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut, ne? Muss ich schon sagen, wie es ist. Super. Ja, können wir soweit lassen. Dann, wie gesagt, gehe ich noch schnell Farbwerke pressen für die Vorderachse. So. VA McPherson, nein. Doppelquerlenker, genau. Super. Jawohl. Sehr schön. Vom Motorraum passt. Ja, das Fahrwerk so weit vorne ist wieder hergestellt. Gut, dann lasse ich mal den Wagen runter. Ne? Halt, falsche Seite. Da bin ich, genau. Wisst ihr was, Leute? Ich meine, ich mache es trotzdem so. Ich restauriere ihn komplett. Ich nehme auch die Karosserieteile runter. Es wird jetzt natürlich etwas doof aussehen, wenn ich unlackierte Teile drauf klatsche, aber es geht um den Gewinn. Der soll ja wieder maximiert werden und von daher kann ich jetzt wie vom Motorraum, mache ich doch. Ah ja, so. Jetzt genau. Und der Wagen ist einfach mehr wert, wenn ich alle Teile austausche, auch wenn ich sie nicht lackiere. Und daher habe ich mich entschieden, ich tausche einfach alles aus. Dann mache ich es so, dass natürlich geldtechnisch es besser ist. So. Gut. Wie sieht es eigentlich aus mit der Innenausstattung? Fahrgestell, Innenraum 91%. Ha. Hui, schon bei 209.000. Super. Das ist echt sehr, sehr gut. Weiter, Ledersitze, Nummernschild, ja, das ist klar, okay. Okay. Wisst ihr was, ich nehme jetzt einfach mal alles raus. Was soll ich denn machen? Ne? Gut. So, die Heckstuhlstange. Seitenscheibe, jawohl. Was ist ähnlich mit der Heckscheibe? Wieso komme ich da nicht ran? Kann ich die nicht demontieren? Hm? Ja, klappt irgendwie so nicht. Oder? Nee, geht nicht. Okay, lässt sich nicht demontieren. Auch nicht schlecht. Wenn nicht, dann nicht. Ne? Frontscheibe ist auch draußen. Aha.
Ja, gut. Lassen wir mal. Hallo. So. Dann mache ich jetzt mal hinten weiter. Ne, so wollte ich das nicht. Genau, so wollte ich das. Okay, dann kriegt jetzt der Kollege neue Kolben mit Kolbenringen. Sollte das Ganze wieder halbwegs geschmeidig laufen. So, jawohl. 1, 2. Super. Ah ja, super. Der ließ sich auch nochmal komplett wiederherstellen. Der Zylinderkopf. Ganz gut. Ja. Ein bisschen, ne? Ja, generell, wie man sieht, die Demontage und Montage eines 12-Zylinders dauert immer ein gutes Stück länger als die kleineren Motoren, der einfach wesentlich mehr Schrauben besitzt, der schicke Hobel. So. Gut. Nein, das war nicht gut. Okay. Die brauche ich auch noch mal neu. Ansaugkrümmer. Ja, der ließ sich wiederherstellen. Super. Der hat noch 4 Schrauben. Komisch. Okay. Abdeckung. Auch 100%. Super. Drosselklappe. Ja, super. Rail. Mhm. Ah, brauche ich auch neu. Gut. Noch Kennwelle. Jawohl. So, der Turbo. Ja. Was ist mit der Kette? Ah, brauche ich auch. So, Leute, seht ihr? Das habe ich gemeint. Jetzt geht es los mit diesen spezifischen Teilen für diesen Pagani. Die habe ich natürlich nicht auf Lager, weil das ist jetzt mein allererster Pagani Huayra. Und hätte ich nicht gedacht, dass ich hier mal so weit komme, dass ich mir so ein tolles Auto leisten kann. War natürlich sehr viel Arbeit, harte Arbeit, aber ich denke, es wird sich auszahlen. So Leute, meine letzte Tuning-Zündkerze. Jetzt muss ich sowieso einkaufen gehen, Moment, dass ich es nicht vergesse. So. Zala. Ja, schaut mal her. Schon fast bei 300.000. Auf Null bin ich noch nicht. Also noch bin ich im Minus, aber das wird sich vielleicht bald ändern. Gucken wir mal, dann sehen wir. Okay, jetzt ich brauche Nock. Nock V12BM. Ja, dann nehme ich ein paar Stück mehr. Soll nicht schaden. Ich hätte jetzt gesagt, so um die 40. Oder? Ja, sollte passen. Sollte normal jetzt vorerst vollkommen ausreichen. Komm, komm. Na komm. So, sehr schön. Okay. Kraft V12A. Ja, genau. Dann nehme ich jetzt nur 2 Stück mal mit.
V12. Bertha, jawohl. Nehme ich mal 4 Stück. Gut. Dann vom Tuner die Zündkerzen. Zündkerzen-Tuning. Super. Ja, da nehme ich auch einen guten Schwung immer. Meine Autos fressen die Zündkerzen. Die sind heiß begehrt bei meinen Autos. Jeder will sie, jeder braucht sie. So, gut. Das dauert jetzt natürlich wieder ein Stück. Na komm. Hallo. Na? Gut. Weiter geht's. Ah, Zündspule. Die hätte ich auch gleich kaufen können. Habe ich aber nicht. Haha. So, Kraftstoffverteiler. Da kommt ein neuer drauf. Sehr schön. Ja, dann klatsche ich hier mal die ganzen Lagerdeckel drauf. Die hat sich wieder herstellen lassen, die Abdeckung. Sehr schön. Das ist doch schon mal was. Und die wird wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Nee, geht nicht. Okay. Müssen wir wieder einkaufen. Uiuiui. Aber jetzt sehr schön. Ach, genau. Zündkerzen müssen natürlich auch wieder rein, das ist klar. So, schauen wir mal nach dem aktuellen Fahrzeugwert. Oh, ich glaube, der ist jetzt nicht allzu sehr gestiegen, der Wert. Hm. Das ist jetzt... Huh. Naja, wir werden sehen. Ich bleibe jetzt mal weiterhin optimistisch, dass alles gut geht, dass der Gewinn sich richtig schön steigern lässt. So, okay. Ah, genau. Das habe ich ja nicht. Zündspule B, B, genau. Habe ich auch nicht. Steuerkettenrad. Habe ich auch nicht. Okay, dann bitte noch. Anlasser V8, aber den habe ich noch etlich auf Lager. Ja, dann. Oh, die Lagerschalen habe ich vergessen. Sieh an, sieh an. Was ist hier los? So. Okay, der Ladeluftkühler. Ja, hat sich auch wieder herstellen lassen. Sehr schön. So mag ich das. So gefällt mir das. Nicht so Abdeckungen. Jawohl.
Läuft. Und hier auch super. Okay, da brauche ich jetzt noch die Zündspulen. Und sonst noch ein bisschen Kleingedöns. Moment. Ja, genau, das ist die Abdeckung hier. Gut, gehen wir mal einkaufen. Anders geht's uns nicht. Sonst komme ich nicht weiter. Na. Schauen wir mal. Moment. So, Zünd. Hallo. V12B. Ja, super. Gibt's sogar vom Tuner. Da sehe ich es ja. Ja, nehmen wir mal 4 Stück von. Okay. V12B. Steuergehäuse, Abdeckung, Berta. Nehme ich mal 4 Stück von. Auch 4 Stück von. V12B. Ah, vielleicht sollte das V. Ach ne, das V brauchen wir ja. Hallo. Steuerketten gerade. Ja, nehmen wir das dabei. Nehmen wir doch das da derweil. Genau. Was ich auf Lager habe, habe ich. Ja, dann hole ich mir noch gleich auch die Karosserieteile. Moment, vielleicht gibt es was vom Tuner. Habe ich ganz vergessen zu gucken. Tuning. Karosserietuning, genau. Ich meine Huayra, oder? Irgendwie so. Moment. Nee. Pagani. Hallo. Hallo. Nö, will er nicht. Muss er nicht. So, Pagani. Hallo. Ja, dann kaufe ich mal einen hier. So. Ja, Scheiben. Stoßstange vorne hinten. Ach, ich hatte doch den Tempester. Oh Mann, oh Mann. Ja, der ist doch ein bisschen anders. Naja, das ist nicht so schlimm. Die Teile brauche ich ja sowieso immer wieder. Genau. Und von rechts Windschutzscheibe. Ja gut, dann sind wir durch. Und dann gehen wir mal das Ganze wieder zusammensetzen. Hallo. Na, jetzt wollen. Sehr schön. Das sieht doch aus. Hey, genial. Steuerkettenrad. Jawohl. Super. Ach nee. Habe ich doch die Abdeckung nicht. Hey, super. Wenigstens die habe ich. Das ist ja schon mal was. Wasserpumpe. Ja, super. Die habe ich auch noch. So, Umlenkrollengedönse. Super.
Ja, gut. Jetzt fehlt natürlich dieses Gehäuse. Super. Ein bisschen ärgerlich, aber was soll's. Also gucken wir noch mal, was brauchen wir genau? Steuerbau V12 Berta. Steuergehäuse Abdeckung V12 Berta. So, das sollte normal dieses hier und jenes sein, ne? Genau. Also nochmal das ganze Spiel. Ja, super. Das sieht doch gut aus. Ja, wie sieht es aus mit dem aktuellen Wert? Naja, 350.000. Wir bewegen uns schon mal in die richtige Richtung. Das ist doch schon mal was. Gut, dann montiere ich schon mal die Karosserieteile. Oh, jetzt kommt das ganze grundierte Zeug drauf. Weil ich ja leider nichts anderes habe. Ich kann nicht lackieren. Das geht ja leider noch nicht. Oh, das sieht so furchtbar aus, Leute. Echt. Aber was soll ich machen? Angeblich soll der Wagen so unlackiert mehr wert sein als lackiert. Also, naja. Wenn das Spiel das so sagt, dann machen wir es doch. Das Spiel will das so, das Spiel kriegt das so. Okay. Wow. Aber dennoch ein bildschönes Fahrzeug. Echt. Echt wunderschön. Der Wagen. So, ganz gut. Jo. Genau, wow, super. Mhm. Naja, hat was. Hat doch was. Wie sieht's aus mit dem Fahrzeugwert? Leute, so mag ich das. So sieht es gut aus. Ich bin jetzt endlich im Plus. Die unlackierten Teile haben den Wert unheimlich gut steigern können. Schaut her, Leute. Ich bin wieder endlich im Plus. Und so mag ich das. So liebe ich das. Ja, okay. Dann setze ich den Motor wieder zusammen oder weiterhin zusammen. Da fehlen jetzt noch die Pleuel-Lager-Schalen. So, gleich haben wir es. Sehr schön, wir sind fertig mit dieser Pleuel-Lager-Schalen. Jetzt kommen die Ölwannen ab der Küng. Und gut ist, super. Gut. Anlasser ist auch drauf. Jo, Leute, dann würde ich doch mal sagen, technisch sieht alles ganz gut aus. Aber er sagt nur zu 96% technisch wiederhergestellt. Gut, der Radsatz fehlt und die Innenausstattung. Okay, das kriegen wir auch noch hin. Daran soll es nicht scheitern, Leute. Na, jetzt gucke ich erstmal, was für ein Radsatz drauf montiert war. Okay, wir haben 345er, 21 Zoll mit einem 25er Querschnitt. Hammerhart, Leute. Deswegen gehe ich jetzt mal einkaufen. So.
Schauen wir mal, was es Schönes gibt. Ich weiß nicht, die Zondas sind wunderschön, aber irgendwie mir ein bisschen zu Serie. Ich denke mal, ja, die Nostromo, das sind einfach meine Lieblinge. Ich liebe diese Felgen, ich kann mir nicht helfen, Leute. Es tut mir so leid. Aber was soll ich machen? Jetzt, Moment, ich muss jetzt erstmal planen für die Hinterachse. Da nehme ich 22 Zoll, Einpresstiefe lasse ich mal auf 0. Ja. Genau. Nostromo, zweimal ebenfalls 22. Achso, hätte ich eigentlich gleich 4 Stück nehmen können. Ah ja, gut, das war jetzt eigentlich ein bisschen doof von mir, aber nicht schlimm. Jo, natürlich die Slick Dominator, 2 Stück mit der Breite von, Moment, mit dem Crushnet von 22, 325, so ist es gut. Okay. Ja. Dann nehme ich nochmal 2 Stück 22 Soul mit einer Breite von 295, das sollte passen. Genau, weil hinten haben wir dann 325, vorne 295. Ich glaube, das sollte eigentlich schön aussehen. Gucken wir mal. Ja. Na, das sieht doch aus. War ein bisschen wuchtiger als Serie. Ja, da wollte ich ein bisschen die Serie übertrumpfen. Und weiter geht's. Sehr schön. Zack, weiter. Hopp, hopp. Wir haben keine Zeit, Leute. Das muss jetzt kesseln hier. So. Geht's. Oh Leute, ich bin schon so gespannt. Mich kann ich so eine richtig geniale, oh, okay, eine so eine richtig schöne, saftige Wertsteigerung hinlegen. Das wäre jetzt natürlich echt ein Klassiker. Okay, dann klatsche ich schon mal die Hinterräder drauf. Boah, Moment. So, einmal Pfosten aus dem Weg. So. 125er. Wow. Ho, ho, ho. Leute, schaut euch das mal an, oder? Super, ne? Ja, die schauen echt toll aus. Schließt super schön ab. Boah. Ich glaube, damit habe ich jetzt sogar noch ein bisschen die Serie übertroffen. In puncto Wuchtigkeit. Wow. Aber steht doch dem Wagen genial, oder? Hey, das ist doch echt die Härte. Jo, gefällt mir, Leute. Das gefällt mir sehr gut. Ja, dann gucken wir mal vorne. Wie sieht das hier aus mit den 295ern? Ja, sogar vielleicht ein bisschen zu breit. Ich hätte, na, vielleicht mich doch auf 275 eigentlich auch drosseln können. Aber lassen wir es. Sieht auch wuchtig aus. Vielleicht ein bisschen too much, aber egal. Lieber too much als zu wenig much. So, jawohl. Gut. Sehr schön. Sehr schön. Wow, Leute. Hey, das sieht doch aus, oder? Wow, die Härte. Echt. So, dann gucken wir mal den aktuellen Wert. Oh Leute, besser als erwartet. Und der Wagen ist noch nicht einmal komplett fertig. Oh, ho, ho, ho.
echt besser als erwartet. Leute, der Wagen war ein oder ist ein Mega-Deal. Das wird echt eine Goldgrube, der Wagen. Hammerhart. Okay, dann klatschen wir mal erstmal Motoröl rein. Vorausgesetzt, ich finde, ah ja, hier, da ist ja die Öffnung. Der Einfüllstutzen. No. Ja, läuft, super. So, das muss blubbern. Ich glaube, ja, das sollte spätestens jetzt reichen. Ich sehe nicht, ob schon was rüberläuft, überläuft. Naja, passt. Boah, das sind solche Walzen. So heftig, echt. Krass. Montage von Karosserieteilen, genau. Ja, nochmal die Rücklichter wieder rein. Wow, Leute. Echt voll die Härte. So, dann bewege ich mal den Wagen. Halt. Irgendwas stimmt jetzt nicht. Jetzt stimmt wieder alles. So, Stellplatz 1. Ohohoho. Schaut doch so genial aus, der Wagen. Eieieiei. So schön. Montage, Tablets, Einkauf. Nee, irgendwas stimmt jetzt da nicht. Ich wollte. Naja, Demontage, Innenausstattung. Montage, genau. Jetzt schauen wir mal. Sport Evo. Naja, ich glaube, das sollte schon Huayra Original sein. Ich belasse es beim Originalen. Ja. So. Innenausstattung. Geben wir ein Huayra. So, ne? Ja. Jetzt zwei Stück. Nehme ich auch mal zwei Stück. Gut. Einmal. Huayra. Huayayayay. Adani. Sehr schön. Leute, fast fertig. Da fehlt jetzt nur noch das Nummernschild. So, den Wagen schicken wir jetzt am besten nach Western Australia, weil es hat jetzt nichts irgendwie mit so Länderbevorzugung bei mir zu tun. Für mich gibt es da keine Bevorzugungen, sondern ich muss dieses Schild nehmen. Logischerweise, weil ich nur noch eins übrig habe von diesen Western Australia. Und gut. Deswegen sollte jetzt eigentlich alles passen. Ja, starten wir doch mal den Hobel. Wow, blubbert sehr, sehr schön. Ja, dann auf zum V-Mark-Strecke. Halt, bevor ich es vergesse. Ich wollte ein bisschen was aus dem Getriebe noch rauskitzeln. Ach nee, geht nicht. Sorry, Leute. Sorry, Fehlalarm. Ich dachte, ich habe ein Tuning-Getriebe. Dem war leider nicht so. Egal, nicht so schlimm. Dann fahren wir einfach so mit Seriengetriebe. Na komm. Okay, dann treten wir mal dem Herrn Kollegen ordentlich ins Gesicht. Und? Wow! Wow. Leute, der Wagen, der hat so Power, echt, der geht brachial. Wow. Super, echt. Oh meine Güte. Hammerhart.
lässt sich richtig schön kicken. Das ist ein tolles Spaßmobil. Da muss in Wirklichkeit auch so genial gehen, der Wagen. Ja, aber das ist und bleibt ein Traum. Ja, dann schauen wir mal, was nun die Patientenakte sagt. Wie viel ist der Wagen nun wert? Ah, ich darf natürlich nicht vergessen, noch ein schönes Foto machen fürs Familienalbum. Und dann sind wir eigentlich auch schon durch für die heutige Episode. Wow, 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 wow. So. Camera Mode. Puh, wow, ja, ja, ja. Echt bildschön, der Wagen. Der Wagen ist echt der Wahnsinn. Und ja, das sollte passen. Leute, es ist soweit. Die Stunde der Wahrheit ist nun da. Dann würde ich sagen, Trommelwirbel, oder? Und nun, lieber Supersportler, sag uns, wie viel bist du denn wert? Und tamtam. Leute, ziemlich genau 700.000 Dollar. Echt, das ist mega. Absolut Brüller. Spitze. Wollen wir den Wagen verkaufen? Ich muss zugeben, irgendwie nicht so gerne. Aber was soll ich machen? Aber was soll ich machen? Es bleibt mir nicht viel über. Ich brauche Kohle. Ich will weiter restaurieren. Also muss er raus. Und Tschüssikowski. Ja, 695.000 natürlich, unbedingt, geh und komm nie wieder mehr zurück. Leute, wir sind am Ende angekommen. Schön war's, echt, es hat mir heute richtig, richtig Spaß gemacht. Natürlich aufgrund des tollen Verkaufspreises, den ich erzielen konnte, das war natürlich jetzt absolut mega. Ja, ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie mir. Und ich würde mich natürlich wahnsinnigst freuen, euch hoffentlich bald wieder begrüßen zu dürfen. Wenn euch das Ganze auch gefallen hat, dann würde ich euch ganz, ganz lieb bitten um ein Abo. Und natürlich nicht vergessen, drückt auch bitte dann die Glocke, denn dann werdet ihr automatisch benachrichtigt, sobald ich etwas Neues hochgeladen habe. Ja? Okay, dann bedanke ich mich nochmals, wünsche euch alles Gute, passt auf euch auf und ich hoffe, bis bald. Also bis denne, ciao, ciao.